Hallo und herzlich willkommen zu South Park, einer neuen Folge, der fünften mittlerweile. Wir machen uns auf, um Craig zu suchen, damit wir alle Rächer haben, um den Stab der Wahrheit wieder zurück zu ergattern. Ah, Tweak haben wir jetzt als neuen Freund. Natürlich, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo Craig überhaupt wohnt. Tja, hier. Und wir sind zurzeit am ganz anderen Ende der Stadt. Aber da können wir vielleicht noch ein bisschen die Schnellreise hin benutzen. So. Haben wir denn hier die nächste Fahne? Hier jedenfalls nicht. So. Die wird. Wie sehe ich jetzt auch gerade gar keine. Doch, Bushaltestelle, gar keine Fahnen. Aber hier gab es doch eine. Hier gab es doch eine Schnellreise. Nicht? Hm. Ja, komisch. Okay, ja, dann laufen wir halt mal. Ach, vielleicht muss man von der Busstation zur nächsten Busstation reisen. Das kann natürlich sein. Ja. Gut, habe ich gerade ein bisschen zu weit gedacht. Ich habe jetzt letztens wieder in der Runde Assassin's Creed gespielt. Da läuft das natürlich alles ein bisschen anders. Kommt davon, wenn man mehrere Spiele gleichzeitig spielt, man fängt an, sie zu verwechseln. So. Was haben wir denn hier? Geld. Das liegt hier einfach mal so rum. Tja, das darf's gerne tun, solange ich es einsammeln kann. Was haben wir denn hier? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ah ja. Und da gibt's wieder einen Kampf. So, das geht wieder gegen zwei Elfen und Butters verteidigt sich. Und wir suchen uns jetzt direkt mal die neue David-Schleuder. Gucken, ob wir jetzt mehr Schaden machen. Pow! Ja, das ist ordentlich. Und Butters macht direkt einen seiner Blitze. Die wirkt nämlich Wunder. So. Oh, mit Steinen werfen ist aber auch unfair. Das geht ja mal gar nicht. So. Nimm das! So, das ging ja mal schnell hier. Sieg! Was sind wir oben? Ein Vogel oder diesmal ein Chin-Pokémon? Das war ein Vogel. Naja, gut. So. Ist hinten dran noch was? Nein. Und so weiter Richtung Greg. Hier wohnt Jimmy. Kommen wir aber auch nicht rein. Und hier gibt's auch nichts. Mhm. Sehr schön. Zeit, dass wir mal ein Level absteigen. Wir haben nämlich jede Menge Kram, den man dann anziehen kann. Wer bist denn du? I'm actually faster at Facebook Messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Okay. Upsala. Na, was war denn das?
Kelly Gardner. Ja, es ist deutlich einfacher als reden. Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine sich echte Verbindung gibt. Ja. Ist klar. Geht das eigentlich nochmal? Na, jetzt ist abgeschlossen. So, wen haben wir denn hier? Betsy Donovan. Wie kriegt man denn die Leiter da oben? Kriegt man die... Ah, sieh mal einer an. Das gab's doch schon mal irgendwo in irgendeinem anderen Haus noch. Hallöchen. Hey, that means you don't know anything about me, huh? Jo. Jede Menge Ausrüstung, wir können sie nicht verwenden. Ah, ist das schade. Na, sagen wir erstmal hier Hallo. Hallo? Oh. Und Tweak hat geschrieben. Verschwörungsartikel. Woher du weißt, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte. Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Ah, das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Hm. So kann's gehen. Okay, wir brauchen auch einen Schlüssel. Das hier müssen wir nicht hin. Das ist eigentlich mit Briefkästen. Aha. Kann man auch öffnen. Hier in dem Baum ist nichts. Also weiter im Takt. Nächstes Haus. Briefkasten. Mülltonne. Garage. In der Garage gibt's mal tatsächlich gar nichts. Und Haus. You looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Na toll. Oh ja. Klappern wir aber jetzt nochmal die Häuser ab, wenn wir jetzt eh schon da sind. Okay. Weiter. Kann man auch nichts machen mit. Ha. Und ein Haus, wo wir mal reingehen könnten tatsächlich. Was sind wir denn hier? Hier wieder mehr Kram. Wer ist denn das? Ich dachte, ich kenne alles. Na, jedenfalls ist niemand daheim. Wir können ganz in Frieden noch ein paar Sachen klauen. Kaputt machen und so. Kaputter Schwertgriff. Ja. So. Hallo. Du gehörst doch zu den Elfen, ne? Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. Ist klar. The captain is my mob. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Okay, ein Vulkanier-Auftrag. So. Was haben wir hier noch drin? USB-Sticks im Wert von 50 Cent. Ja. Passt. Und noch eine Unterhose. Sehr schön, fehlen nur noch zwei. Vielleicht finden wir die hier. Hier ist abgeschlossen. Und mal wieder ein Badezimmer. Tja. So. Diesmal kriegen wir das mit der Toilette aber hin, bis es funktioniert. Gut, dann diesmal eben auch nicht. Und wieder raus aus dem Laden hier. So. Gut. Fahne gefunden und wir gehen gleich wieder zurück. Wir kommen sowieso wahrscheinlich in die anderen Gebäude nochmal rein.
So, wir müssen jetzt zurück zu Cartman. Und da gibt's direkt einen Punkt. Also hin mit. World soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Dragon Shout, eiskalt von Skyrim geklaut. Na, aber gut. Dann wollen wir doch mal trainieren gehen. Beziehungsweise können wir hier eigentlich hoch. Oh. Ach, Sicht über ganz South Park. Sieh mal einer an. Okay. Und wieder zurück. Hier oben gibt es ja offensichtlich nichts. Wir können hier noch ein paar. Pulverfuschen. Können wir nicht zerstören. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Können wir eigentlich... Welcome to our base. All are welcome here, even those with chronic medical conditions. Hey, where the hell? Ja, okay, komm. Let's go mal trainieren. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? Klingt logisch für mich. Then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Okay. Find the frequency. Hold. Hold. Oops. No, no, that was like a dragon peep. You gotta let it all out. It's a mighty roar. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Okay, wir probieren es nochmal. Find the frequency. Hold. Hold. Come on, you have to trap the air. It's like a fart, but in reverse. I'll show you one more time. Suck it in. Okay. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Nochmal. Find the frequency. Hold. Hold. Ah, oh, Mann. Air trapped inside. That shit's dangerous. People die like that. I'll show you one more time. Second in. Mann. Let it rumble. Ja, ja. Lass mich doch einfach nochmal versuchen, ohne es mir alle 5 Minuten zu zeigen. Find the frequency. Hold. Hold. Ey, ab wann muss ich denn hoch machen? I'll show you one more time. Ja, ja. Komm. Let it rumble. Dragon shout. Now you. Oh Mann. Wenn jemand noch so lange braucht wie ich für so ein Blödsinn. Hold. Endlich. My God, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Okay. Ha! That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now.
Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Okay. Wir haben eine mächtige Kampftechnik kennengelernt. Muss ich das denn machen? Na gut, wenigstens habe ich eine Begleitung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn... Das ist die Polizeistation. Hier haben wir doch die Schule. Okay. Tja, wie ich gesagt habe, wir müssen sowieso weiter in die Richtung. Und dann können wir auch hier uns weiter umgucken. So. Noch ein bisschen Kram einsammeln. So, jetzt hast du zwei Begleiter, die dich im Abenteuer begleiten können. Drücke Steuerkreuz nach unten, um zwischen den Begleitern zu wechseln. Immer nur einen, das ist ja auch schade. Na gut, dann nehmen wir mal Kenny. Puff, hat's gemacht. Na, das ist mal echte Magie. Wow. Okay. Können wir hier doch... Können wir da hinten nicht irgendwie rankommen? Hätten wir wohl irgendwie anders machen müssen. Was ist eigentlich mit dem Ding da oben? Ups. Den Drachenschrei können wir also auch... auch außerhalb machen. Ah! Okay, da kommt mir doch gleich eine Idee. Wie geht denn das jetzt? Tada! Ich wusste doch, dass das irgendwie geht. Dubstep-Perücke. Mana-Trank. So, wir haben immer noch kein Level abbekommen, ne? Hm. Ja, manche von den Dorfbewohnern sind doch ein bisschen merkwürdig. Was ist denn das da oben? Kann man das nicht kriegen? Ach Gott, wie nervig. Jetzt geht das die ganze Zeit, ne? Wenn ich mich verklick. Ich habe aber eine Aufwertung zur Verfügung. Eins. Ah, dann bin ich auch schon Level 3. Das habe ich irgendwie übersehen. Müssen wir doch mal gucken, ob wir irgendwie Verbesserungen haben. Ja, hier. Schon mal. Eine bessere Waffe auf jeden Fall. So, und auch hier. Ein MP, wenn ich geheilt werde. Die können wir leider noch nicht nehmen. Dann nehmen wir erstmal die hier. Aber schick sieht's aus, oder? So. Noch hier haben wir ein Stapelkäsebällchen, halt jede Runde 5 Gesundheit. Ja, das doch auch mal rein. Und auch die Handschuhe. So, der Rest ist ja eigentlich nur so Spaßkammer. Ah, sieht doch gut aus. So, hier wieder eine Kreuzung. Da erwarten uns auch schon wieder Gegner. Fuck you, asshole. Ja, kämpfen wir. I'm gonna mess you up, dude. Und auch die Gegner werden stärker, nicht nur wir.
da du jetzt gelernt hast, wie man den Drachenschall benutzt, kannst du deine Magie nutzen, um deinen Waffenangriff zu unterstützen. Drücke Y, wenn du ein grünes Funkeln siehst. Okay. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Ja, so. Aber wir kämpfen zuerst mit den gewohnten Mitteln. Au! Verdammt, was habe ich jetzt gemacht? So, oh, jetzt haben wir natürlich Kenny. Müssen wir mal schauen, der hat den Kram, den wir noch gar nicht kennen. Verzauberung. Okay. Verzaubern wir mal hier. Na super. So, und dann können wir hier, was haben wir noch für Spezialfähigkeiten? Königlicher Kuss, Kenny knutscht deine Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Pelzige Freunde, Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. Dann probieren wir das doch mal. Oh. Ja, super. Sieht ehrlich gesagt nicht gut aus. Ja, und kalt ist mir jetzt auch. Was passiert durch den Frost? Lass mal gucken. Ah! Wait, whose turn is it? Mach doch. Okay, ich bin langsamer als sonst. Dann machen wir doch lieber den Bogen. Okay. Boah. Boah, wie übel. Okay. Ach ja, der hat ein Schild. Das habe ich nicht gesehen. Kommt denn der jetzt auf einmal wieder her? Okay, wenn das so läuft. Mal Kenny mit einem normalen Bogen angreifen. Verdammt. Oh oh. Oh Mist. Naja. Kann ich das nicht einfach ignorieren, dass ich ausgenockt wurde? Ah, ich kann meinen Begleiter sogar im Kampf tauschen. Das ist nicht schlecht, weil ich glaube, für das Schild brauche ich besser Nahangriff, ne? Okay. So, Butters! Und Butters kann mich nicht heilen, weil ich tot bin. Macht irgendwie Sinn, aber... Butters! Komm! Okay, Butters. Jetzt aber. Tom. So. Jetzt aber. Oh, hat immer noch Lebenspunkte. Immer noch. Das zieht sich hier. So, jetzt aber. Das wäre es gewesen, wenn wir hier dran scheitern, an den paar läppischen Elfen. So. So. Hinter den Bäumen gibt es doch häufiger mal was, ne? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal eine Truhe. Oder? Jetzt machen wir mal hinter das Auto. Aber nicht ganz hinter das Auto, sondern
Das mittlere Auto. Doch, da. Okay. Wenn wir schon dabei sind, gehen wir nochmal ins Park Community Center. Oder auch nicht, ist abgeschlossen. So, und weiter Richtung Greg. Wo bist du? So. So. Ja, liebe Freunde, ich mache jetzt hier einen ganz gemeinen Cut. Und was dann in der Schule passiert und ob wir Greg befreien können, das seht ihr in der nächsten Folge. Who the fuck are you? Bis dahin, alles Gute. Tschüss.